In diesem und im nächsten Video werden wir uns Abituraufgaben rund um das Themenfeld Genetik widmen. Wir schauen uns an, wie man strategisch an unterschiedliche Aufgabentypen herangeht, wie man sie löst und dabei möglichst alle Punkte gemäß Erwartungshorizont erzielt. Das Video ist Teil einer Videoreihe, die der Vorbereitung auf euer Abitur im Fach Biologie dienen soll. Nachdem in den ersten beiden Videos allgemeine Tipps besprochen wurden, haben wir uns im letzten Video etwas spezifischer Tipps rund um das Themenfeld Genetik angeguckt. Dabei haben wir folgende Aspekte festgestellt, die auch für dieses Video von Relevanz sind. Es existieren nicht viele Aufgaben, die den Anforderungsbereich 1 der Abiturprüfung abdecken. Alle Aufgaben, die in den letzten 8 Jahren in den Leistungskurs- und Grundkurs-Abiturklausuren in NRW drangekommen sind und dem AFB 1 zuzuordnen sind und dabei entweder die Reproduktion von Wissen erfordern oder die Beschreibung des in der Klausur vorgegebenen Materials, seht ihr hier abgebildet. Eine Aufgabe, bei der das Material beschrieben werden musste, haben wir bereits im letzten Video besprochen. Dies ist ein Grund, warum in diesem Video auf die Bearbeitung dieses Aufgabentyps verzichtet wird. Aber auch, weil das Anforderungsniveau recht gering und damit von euch gut leistbar ist. Ihr gebt das wieder, was im Material abgebildet ist. Aufgaben, die die Reproduktion von Wissen erfordern, werden deutlich häufiger gestellt im Themenbereich Genetik. Auch hier gilt: Diese Aufgaben können von euch gut bewältigt werden, wenn ihr gut gelernt habt und werden deshalb an dieser Stelle nicht nochmal ausführlich besprochen. Die Lösungen dieser Aufgaben blende ich euch an dieser Stelle zum Nachlesen aber einmal ein. Deutlich häufiger als Aufgaben im AFB 1 sind Aufgaben, die dem Anforderungsbereich 2 zuzuordnen sind, wie wir bereits im letzten Video festgestellt haben. Hier sind alleine Aufgaben der letzten 3 Jahre dargestellt, und zwar nur des Leistungskurses. Bei fast allen Aufgaben geht es um die Anwendung von Wissen. Ein Sachverhalt nur auf Grundlage des Materials zu erläutern, ist im Themengebiet Genetik eher selten. Anwendungsaufgaben zur Proteinbiosynthese, zu Stammbäumen und auch zur Genregulation, hier aus Platzgründen nur eine Aufgabe aufgeführt, kommen immer und immer wieder vor. Besonders beliebt sind Aufgaben zur Proteinbiosynthese, in denen ausgehend von einer DNA-Sequenz die Aminosäuresequenz zu bestimmen und der Mutationstyp abzuleiten ist. Das ist einfach ein Aufgabentyp, der absolute Priorität haben muss beim Lernen, weil er so regelmäßig vorkommt. Deshalb besprechen wir genau diese Aufgabe, exemplarisch am Beispiel der Leistungskursklausur aus dem Jahr 2022. Die dazugehörigen Materialien, auf die sich die Aufgabe bezieht und die auch in der Aufgabe angegeben sind, sind hier einmal abgebildet. Pausiert gern das Video an dieser Stelle und versucht, die Aufgabe selbstständig zu lösen. Die Tabelle 1 zeigt einen Ausschnitt eines Gens des gewöhnlichen Kohlröschens. Genauer gesagt das 218. bis 223. Triplet des sogenannten MYB1-Gens. Insgesamt sind 3 unterschiedliche Allele des Gens, also 3 Varianten des Gens, dargestellt. Unterschiedliche Allele. Für euch direkt der Hinweis, dass sich die DNA-Sequenzen der Allele entsprechend punktuell voneinander unterscheiden. Gut erkennbar im 221. Triplet. Über den Prozess der Proteinbiosynthese wird das entsprechende Protein, das sogenannte MYB1-Protein, synthetisiert, welches aus 262 Aminosäuren besteht und von dem entsprechend also die 218. bis 223. Aminosäure ermittelt werden soll. Weil die DNA-Sequenz nicht sofort in eine Aminosäure übersetzt wird, sondern im ersten Teilschritt der Proteinbiosynthese, der Transkription, zunächst in mRNA umgeschrieben wird, muss dies auch eure erste Aufgabe sein. Das RNA-Transkript wird erzeugt von der RNA-Polymerase durch komplementäre Basenpaarung. Es paaren sich immer die Basen Adenin mit Thymin sowie Guanin mit Cytosin. Die RNA enthält allerdings kein Thymin. Hier ersetzt die Base Uracil die Base Thymin als komplementäre Base zu Adenin. Nun das Allerwichtigste zu dieser Aufgabe und generell diesem Aufgabenformat. Ihr müsst unbedingt gucken, ob die euch vorgegebene DNA-Sequenz Teil eines kodogenen Abschnitts oder nicht-kodogenen Abschnitts ist. Der DNA-Doppelstrang, der also aus 2 Einzelsträngen bestehende Strang, hat immer einen kodogenen Strang und einen nicht-kodogenen Strang. Der kodogene Strang ist der Strang, der den Code,
die relevante Information für die Synthese eines Proteins enthält und entsprechend transkribiert wird in eine einzelsträngige mRNA. Im Klausurbeispiel handelt es sich jedoch um den nicht-kodogenen Strang. Es wird also der zum hier abgebildeten nicht-kodogenen Strang komplementäre kodogene Strang in mRNA übersetzt. Eine mögliche Vorgehensweise wäre also, den kodogenen Strang durch komplementäre Basenpaarung zu bilden und diesen anschließend in eine mRNA zu übersetzen. Wobei, wie bereits erwähnt, gilt, dass Uracil die Base Thymin als komplementäre Base zu Adenin ersetzt. Ihr seht, dass diese Vorgehensweise recht kompliziert ist, vor allem, weil es sich quasi um die Rückübersetzung in den nicht-kodogenen Strang handelt. Mit Ausnahme, dass die Base Uracil Thymin substituiert. Man kann also deutlich einfacher vorgehen, die mRNA zu erzeugen, indem man lediglich die Base Thymin des nicht-kodogenen Strangs durch die Base Uracil austauscht. Anders geht ihr natürlich vor, wenn es sich beim vorgegebenen Strang um den kodogenen Strang handelt. So zum Beispiel der Fall in der Leistungskursklausur 2021, in der ein Sequenzausschnitt aus dem kodogenen Strang gegeben ist. In diesem Fall kann der kodogene Strang direkt in die mRNA-Sequenz transkribiert werden. Diese Beispiele zeigen: Aufpassen. Aufpassen, ob ihr einen kodogenen oder einen nicht-kodogenen Strang gegeben habt. Nachdem ihr nun die DNA-Sequenz in die mRNA-Sequenz transkribiert habt, könnt ihr die spezifische Aminosäuresequenz aus der mRNA-Sequenz mithilfe der Codesonne ermitteln, die euch in der Klausurmaterial zur Verfügung gestellt wird. Ihr wisst, dass drei aufeinanderfolgende Basen, auch ein Codon bzw. Triplet genannt, dabei für eine Aminosäure kodiert. Deshalb ist es hilfreich, je drei aufeinanderfolgende Basen als Triplet entsprechend zu kennzeichnen, was in diesem Beispiel allerdings nicht erforderlich ist. Weil die Wanderungsrichtung der Ribosomen auf der RNA von 5' zu 3' Richtung verläuft, nach rechts hin also abgelesen wird, müssen wir dies auch tun. In Bezug auf die Codesonne heißt das, dass wir die Basen von innen nach außen ablesen, wobei die Leserichtung in der Codesonne oft bereits angegeben ist. So erkennen wir, dass das erste Triplet, Uracil, Cytosin, Guanin, beispielsweise für die Aminosäure Serin kodiert. Auf diese Weise werden die weiteren Triplets Schritt für Schritt in die jeweiligen Aminosäuren übersetzt. Am Ende ist dies die Aminosäuresequenz, die in dem DNA-Abschnitt oben kodiert ist. Insgesamt gibt es dafür 6 Punkte. In diesem Kontext ist auf eine zweite Tücke hinzuweisen, die 3- und 5-Richtung der DNA und mRNA. Wenn ein nicht-kodogener Strang gegeben ist, wie in diesem Fall mit der Leserichtung von 5' zu 3', dann ist aufgrund der antiparallelen Verlaufsrichtung die Verlaufsrichtung des kodogenen Strangs von 3' zu 5' Richtung und das komplementäre mRNA-Transkript wiederum in 5'-3' Richtung. Solltet ihr also in eurer Abiturklausur einen nicht-kodogenen Strang vor euch haben, dann ist die Verlaufsrichtung der mRNA die gleiche wie die des nicht-kodogenen Strangs. Anders bei einem kodogenen Strang, bei dem die transkribierte DNA dort das 5-Ende hat, wo der kodogene Strang sein 3-Ende hat. Auch hier gilt also Achtung. Baut man hier einen Fehler ein, kann dies dazu führen, dass man den mRNA-Strang falsch in die Aminosäuresequenz übersetzt. Die Analyse der Abiturklausuren zeigt allerdings, die mRNA hatte das 5-Ende bisher immer am Anfang und somit konnten die einzelnen Triplets immer von links nach rechts in die jeweilige Aminosäure abgelesen werden. Ihr solltet also genau überprüfen, ob ihr einen Fehler gemacht habt, wenn eure ermittelte mRNA die Verlaufsrichtung 3-5' Richtung aufweist. Dennoch, nur weil dies noch nicht der Fall war in den letzten Jahren, muss dies nicht heißen, dass dies immer so bleibt. Dann allerdings müsst ihr die Triplets rückwärts, von rechts nach links, immer vom 5' zum 3' in die Aminosäuren übersetzen. Wir haben vorhin festgestellt, dass Allele Varianten eines Gens sind. Drei verschiedene Allele desselben Gens bedeutet, dass irgendwo Mutationen dazu geführt haben müssen, dass sich die Basensequenzen desselben Gens voneinander unterscheiden. Die Aufgabe, die Mutationstypen anzugeben, erfordert ebenfalls die Anwendung von Wissen aus dem Unterricht. Ihr müsst wissen, welche unterschiedlichen Mutationstypen existieren.
Die entsprechenden Videos verlinke ich euch an dieser Stelle einmal. Volle 4 Punkte erhaltet ihr, wenn ihr identifiziert, dass sich die drei Allele jeweils an der dritten Base des 221. Triplets voneinander unterscheiden. Allel 1 die Base Cytosin, Allel 2 die Base Guanin und Allel 3 die Base Adenin aufweist. Demnach liegen Punktmutationen vor. Punktmutationen, die einzelne Basen der DNA innerhalb eines Gens betreffen. Weil hier eine Base durch eine andere Base ersetzt, substituiert wird, handelt es sich entsprechend um eine Basensubstitution. Bei den Allelen 2 und 3 führen diese Mutationen zur Entstehung eines Stopcodons. Es handelt sich also um eine Nonsensmutation. Ihr seht, auch wenn wir uns hier im Anforderungsbereich 2 befinden, sind diese Aufgaben echt nicht schwierig, wenn man entsprechend gelernt hat. Und selbst Aufgaben, die das komplexe Lösen von Sachverhalten erfordern und dem AFB3 zuzuordnen sind, werdet ihr ganz bestimmt gut bewältigen können, wie nachfolgend deutlich wird. Im letzten Video konnten wir feststellen, dass im Inhaltsfeld Genetik beliebte Aufgaben im AFB3 solche sind, bei denen Hypothesen aufgestellt werden sollen. Zum Beispiel zu den Auswirkungen von Mutationen wie in diesem Fall. Alle hierfür relevanten Materialien aufzuführen, würde den zeitlichen Rahmen des Videos sprengen. In diesen Materialien wird die Info gegeben, dass die Blütenfarbe des gewöhnlichen Kohlröschen durch die Aktivität des ANS-Gens gesteuert wird. Das ANS-Gen exprimiert ein Enzym, die sogenannte Anthocyanidinsynthase oder auch kurz ANS. Dieses Enzym ist für die Synthese des roten Blütenfarbstoffs Cyanidin-3-Glucosid verantwortlich. Zum Einfluss der Aktivität des ANS-Gens wird weiterhin ausgeführt, dass der Transkriptionsfaktor MYB1 eine wichtige Rolle spielt. Durch die Bindung des Transkriptionsfaktors wird das ANS-Gen exprimiert und das ANS-Enzym folglich synthetisiert. Jetzt wissen wir auch, welche Funktion von dem hier vorliegenden Genabschnitt ausgeht. Als Teil des MYB-Gens ist es also für die Synthese des gleichnamigen Proteins verantwortlich, des Transkriptionsfaktors MYB1. Nun zur Beantwortung der Klausurfrage, welche Auswirkungen die Mutationen haben. Wenn durch ein verfrühtes Stopcodon auch das MYB1 verkürzt ist, dann ist ein entsprechender Funktionsverlust wahrscheinlich. Die Funktion des Transkriptionsfaktors an den Promoter zu binden und dadurch der RNA-Polymerase den Zugang zum Promoter überhaupt erst zu ermöglichen, bleibt gegebenenfalls aus. Es könnte sein, dass der Transkriptionsfaktor nicht an den Promoter bindet und die Anlagerung der RNA-Polymerase unterbleibt, sodass die Transkription des Gens nicht stattfindet. Dies wird bei Pflanzen der Fall sein, deren Blüten hellrot sind, weil sie ein mutiertes Allel besitzen und ein nicht mutiertes Allel. In diesen Pflanzen wird also weniger Genprodukt, weniger ANS-Enzyme gebildet, sodass die Zellen der Blüten weniger Farbstoff akkumulieren, also anreichern, und heller erscheinen. Kohlröschen mit weißen Blüten besitzen kein funktionsfähiges MYB1-Protein, weil gar keine ANS-Synthase erfolgt und damit auch kein Cyanidin-3-Glucosid gebildet wird. Hier nochmal nachzulesen gemäß Erwartungshorizont. Dafür gibt es 8 Punkte. Auch in der LK-Klausur aus dem Jahr 2021 sollten unter anderem die Folgen der jeweiligen Mutationen, hier betraf die Mutation das sogenannte RPE65-Protein, erläutert werden. Ein Operator, der anteilig dem AFB2 und 3 zuzuordnen ist. Die erste Mutation ist eine stumme Mutation, weil sie die Aminosäuresequenz nicht verändert. Beides Mal wird Glutaminsäure in das Polypeptid eingebaut. Entsprechend sollte diese Mutation ohne Folgen für das Protein bleiben. Die zweite Mutation tritt innerhalb einer Intron-Region auf, sodass diese Mutation auch ohne Auswirkungen bleiben sollte, weil dieser Abschnitt herausgespliced wird und für kein Protein kodiert. Falls ihr argumentiert, dass die Mutation gegebenenfalls das Splicen des Introns verändert und dadurch das Protein auch verändert werden könnte, würdet ihr Punkte für ein weiteres aufgabenbezogenes Kriterium, also Zusatzpunkte, erhalten. Durch die Mutation 3 wird die Aminosäure ausgetauscht, sodass das exprimierte Protein eine veränderte Raumstruktur aufweist, sodass eventuell seine Funktion beeinträchtigt oder das Protein funktionslos werden könnte. Für diese Erläuterung würdet ihr 5 Punkte erzielen.
Man kann anhand dieser beiden Aufgaben wichtige Erkenntnisse ableiten. Erstens, schreibt euch unbedingt auf, welche Auswirkungen die unterschiedlichen Mutationstypen auf das zu exprimierende Protein haben. Hier entsprechend im Schaubild abgebildet. Das solltet ihr ebenfalls im Unterricht besprochen haben. Zweitens, dadurch bekommt eine Aufgabe, die Auswirkung von Mutationen auf das jeweilige Protein zu erläutern, eher den Charakter von Reproduktion von Wissen. Ihr seht, dass ihr die Notizen eures Lernzettels 1:1 anwenden könnt. Und drittens, genau gleich geht ihr bei einer Aufgabe vor, die von euch das Aufstellen von Hypothesen über die Auswirkungen von Mutationen fordert. Als Teil des AFB 3 erfordert die Aufgabe nun das Lösen komplexer Sachverhalte. Es reicht hier nicht, ausgehend von der Mutation den Funktionsverlust des zu entstehenden Proteins abzuleiten, wie hier dargestellt, sondern es muss weiterführend gedeutet werden. Wenn ihr beispielsweise Informationen zum Protein habt, zum Beispiel, dass es als Transkriptionsfaktor fungiert, dann übertragt ihr den zuvor genannten Funktionsverlust auf die Funktion des Transkriptionsfaktors. Die Funktion eines Transkriptionsfaktors an den Promoter zu binden und der RNA-Polymerase die Bindung an den Promoter zu ermöglichen, geht verloren. Hier nutzt ihr also euer Hintergrundwissen aus dem Unterricht. Ich hoffe, dass euch diese Tipps rund um Aufgaben zur Proteinbiosynthese helfen konnten. Im letzten Video haben wir konstatiert, dass ebenso Aufgaben zur Stammbaumanalyse sehr, sehr oft im Inhaltsfeld Genetik drankommen. Den Erbgang eines vorgegebenen Stammbaums abzuleiten sowie Genotypen zu benennen, sind Aufgabentypen, die ihr wirklich im Schlaf beherrschen solltet. Aus zeitlichen Gründen widmen wir uns solchen Aufgaben im nächsten Video und vor allem entsprechenden Tipps, die ihr in diesem Zusammenhang berücksichtigen solltet.